Hallo, meine lieben Stiere. Diese Legung ist für euch für die kommende Woche vom 9. zu 15. August. Da wollen wir reinschauen in zwei Bereiche bei euch, in die Liebe und in den Job. Abonniere gerne meinen Channel, aktiviere die Benachrichtigungsglocke und mit dem Liken eröffnest du quasi gerne dein Herz, dein Energiezentrum. Da kann die Botschaft umso mehr und besser dich erreichen. Das wäre quasi unser Energieaustausch, beziehungsweise so kannst du, wie gesagt, besser dich mit den Energien verknüpfen. Okay, meine lieben Stiere, was erwartet euch in der Liebe? Wie sieht es bei euch auf der Liebesfront aus? Meine liebe Quelle, bitte sagt mir, was ich den lieben Stieren für die kommende Woche mitteilen darf. Okay. Okay. Also, pass auf, wir haben hier fünfte Schwerte, der Wagen, der Herrscher und der Turm. Vielleicht geht ihr ein bisschen in den Rückzug. Vielleicht ist gerade das, was euch die eine Person, wie gesagt, das kann der Partner sein, das kann vielleicht jemand aus dem Freundschaftskreis sein oder jemand aus der Familie. Am Ende haben wir zu jedem eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Ja, okay, aber wenn es jetzt wirklich um die Partnerschaft geht, um den Partner, um vielleicht jemanden, den ihr kennengelernt habt, wir haben hier etwas, was euch so ein bisschen vielleicht verletzt hat, was er gesagt hat oder was sie gesagt hat, was nicht so schön war. Und eure Aufgabe ist der Wagen. Also ihr werdet euch wahrscheinlich sagen, Tschüssikowski, mein Lieber oder meine Liebe, ohne mich. Dafür müsst ihr quasi in eure Wertigkeit wiederkommen und sagen, also mit mir machst du das jetzt nicht. Und die Lösung ist der Turm. Also ihr werdet zurück in eurem Turm kehren und sagen, nö. Ja, fünf der Schwerte. Was haben wir noch? Bube der Münzen, 10 der Münzen, 7 der Kelche. Und wie gesagt, ich kann euch sagen, auch diese Situation, wenn sie vielleicht nicht ganz so schön ist, die ist für euch auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Denn wir haben, wie gesagt, Bube der Münzen. Das heißt, die Situation bietet euch unheimliche, tolle neue Möglichkeiten. Wir haben 10 der Münzen, das ist eigentlich totaler finanzieller Erfolg. Vielleicht werdet ihr dadurch, indem ihr oder sie euch vielleicht irgendwie im Kalten, im Regen stehen gelassen hat, werdet ihr vielleicht euch um eure eigenen Geschäfte wieder kümmern. Und 7 der Kelche bedeutet, dass man sich quasi mit gewissen Gefühlen und Emotionen beschäftigt, die vielleicht ein bisschen im Verborgenen waren. Und wie gesagt, eure Aufgabe ist hier der Gehängte, Gerechtigkeit und Ritter der Münzen. Das heißt, es bedeutet tatsächlich, diese Situation jetzt nächste Woche möchte ich euch einfach nur sagen, betrachtet das Ganze doch mal ein bisschen aus der anderen Perspektive. Geh nicht wieder in die Opferrolle, sondern betrachte es so, dass es eigentlich dir aus der Gerechtigkeit hier passiert. Das heißt, es möchte einfach, vielleicht war er oder sie nicht so das für euch, was ihr euch vielleicht erhofft habt. Und deswegen ist es ganz gut, dass ihr euch vielleicht jetzt aus der Sache rauszieht, damit ihr vielleicht endlich dem oder derjenigen begegnet, die wirklich dann für euch bestimmt. Also hier haben wir quasi der Wagen, na, und hier haben wir der Gehängte, die Gerechtigkeit und Ritter der Münzen. Das heißt, ihr werdet quasi aufgerufen, vielleicht das Versteckte, das Ungesehene, vielleicht nicht, noch nicht zu sehen, aber zum Beispiel zumindest sich zu erlauben, zu sagen, okay, vielleicht ist hier was verborgen in die Situation, was ich noch nicht sehe. Denn Ritter der Münzen, der hat ja noch quasi seinen Helm um, der sieht ja die Chance noch nicht. Das heißt, diese Geschichte zwischen euch, vielleicht ein leichter Trouble, der macht euch so ein bisschen, durchschüttelt euch ein bisschen. Es muss nicht unbedingt sofort Trennung sein. Das kann sogar sein, dass ihr vielleicht ein bisschen in so eine Art Timeout geht und sagt, okay, ich muss mal ganz kurz ein bisschen Zeit für mich nehmen und ein bisschen alles Revue passieren lassen und erstmal schauen, okay, was habe ich mir dann gedacht, was habe ich mir vielleicht erhofft, weil vielleicht dieser Partner euch nicht das gegeben hat, was ihr euch erhofft habt. Aber es muss nicht immer heißen, dass er schuld ist, sondern man hat vielleicht irgendwas in den Kopf gesetzt, was eigentlich nicht unbedingt wirklich euren wirklich Wünschen entspricht. Okay, wie gesagt, die Lösung ist der Turm. Wir haben den Turm. Das heißt, er geht ein bisschen in den Rückzug.
Der Mond, Ass der Stäbe und Ritter der Stäbe. Yes. Das heißt, am Ende, diese Situation, wie ich schon gesagt habe, die stärkt auf jeden Fall ganz stark eure Intuition. Oder nicht Ass der Stäbe, Acht der Stäbe. Das heißt, ihr geht da echt ganz stark in eure Kreativität, geht da ganz stark in eure Intuition und vielleicht tatsächlich in diesem Rückzug werdet ihr vielleicht sogar irgendwas Kreatives erschaffen. Vielleicht werdet ihr irgendwas für euch, für die Arbeit erschaffen. Und um quasi dahin zu kommen, müsst ihr euch bewusst werden, dass ihr eigentlich der Herrscher eurer Lage seid. Und vielleicht hat man sich erhofft, dass dieser Partner endlich die Vaterrolle übernimmt. Na, wir haben ja, viele Frauen haben diese Vaterkomplex, dass man nach einem Vaterersatz sucht. Oder vielleicht, ja, und nach dem Vaterersatz sucht, auch wenn vielleicht der echte Vater nicht immer so das Gelbe vom Ei war für uns selbst, aber man versucht immer diesen Vaterersatz immer zu bekommen und über die Karte will sagen, nee, du bist eigentlich selber. Musst für dich selber, auch als Mann, wenn du Frau bist, musst dich selber diese Vaterrolle übernehmen. Das heißt, wenn du diese Vaterrolle nach außen auslagerst, bist du abhängig. Und einer Mensch kann niemals dieser Position übernehmen, weil das wird nie matchen. Das heißt, dieser Vaterrolle, quasi der innere Mann, der innere Vater, oder egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist, muss immer von einem selbst erzeugt werden, weil das ist am besten matcht. Alles andere wird immer. Selbst wenn es 99% ist, ist es trotzdem 1%, der fehlt. Und da möchten die Karten sagen, 6 der Stäbe, Mäßigkeit und 9 der Münzen eigentlich verstehen, dass du jetzt nicht dich für irgendwas aufgeben, also am Ende, dass du quasi nicht diese Rolle den anderen auch übergibst und sagst, okay, jetzt übergebe ich mich in die Arme der Person, weil ich mir das selber nicht geben kann, sondern eigentlich selber verstehen, dass in dir alles ausbalanciert werden muss, dass du quasi selber dein inneres Kind durch den inneren Vater und Mutter heilst. Und wenn du diese Mäßigkeit in dir herstellst, wirst du auch verstehen, dass du, also dass am Ende du diese Person auch nicht zu viel aufbürgst. Vielleicht ist diese Person auch ein bisschen überfordert und versteht dich auch gar nicht, was du eigentlich von ihm oder von ihr willst, weil du ja unbewusst noch irgendwelche diese Erwartungen trägst. Und manchmal. Also es ist, ich sag euch, manchmal denkt man, nee, das tue ich nicht, das tue ich nicht. Und dann setzt man sich hin und dann beschreibt man seinen Vater auch, ne, auf dem Papier und dann geht man so die Partner durch und denkt, ach du Scheiße, das ist ja wirklich 1:1. Ja, und dann fängt man sich zu fragen, okay, tut es mir gut, diese Eigenschaften, die ich dann, nach denen ich dann in der Person suche. Oder ist es einfach nur ein bewusstes Nachahmen und bewusstes Lücke auffüllen? Ja, also wie gesagt, der Rückzug wird dir gut tun und selbst für diesen Rückzug musst du quasi erkennen und sagen, okay, auch ohne dich in diesem Rückzug muss ich quasi keine Sorgen machen, zum Beispiel, na? Oder ihr wollt euch wirklich trennen und sagen, okay, jetzt muss ich ganz kurz mein ganzes Wertesystem überdenken. Okay, was passiert, meine lieben Stiere, bei euch beruflich? Schön. Jawohl. Also, beruflich werdet ihr auch gerade so ein bisschen aufgefordert. Also im Außen haben wir der Eremit. Was möchte euch der Eremit sagen? Beziehungsweise was passiert euch? Was seht ihr nicht? Eure Aufgabe ist Bube der Schwerter. Okay, eure Aufgabe ist jawohl, jawohl. Die Liebenden, die Sonne. Also ihr werdet gerade, vielleicht sind es gerade dunkle Zeiten um euch drumherum und eure Aufgabe ist mit frischen Gedanken, mit klarer Kommunikation wie eine Sonne sozusagen für die anderen da zu sein und tatsächlich für die feierliche Stimmung zu sorgen. Denn am Ende bringt euch das auch mega Erfolg. Wir haben hier 9 der Münzen am Ende. Am Ende, wow, am Ende gut, alles gut. Also meine lieben Stiere, für euch sieht es gerade sehr gut aus für die nächste Woche. Gute Aufträge,
Achtet schön auf eure Gefühle, auf eure Gefühlslage, dass ihr euch da vielleicht nicht so sehr von der Beziehungssache runterziehen lässt. Und wir haben ja gesagt, dass selbst die Beziehungssache zieht euch eigentlich in eurer Kraft. Und wir haben hier am Ende, wie gesagt, 9 der Münzen. Und bei 9 der Münzen haben wir Mäßigkeit. Wir haben hier Königin der Münzen und wir haben auch das Gericht. Das heißt, ihr werdet tatsächlich am Ende reichlich beschenkt, während ihr um eure Ausgewogenheit euch kümmert. Wenn ihr tatsächlich euch gesteht, dass okay, ich habe meine Gefühle unter Kontrolle. Ich schätze alles, was ich hier bis jetzt erreicht habe. Ja, ich habe tatsächlich ganz schön gesät. Das heißt, ich brauche eigentlich nur aus dem schöpfen, was ich bereits gemacht habe. Das heißt, ja, das, was ihr jetzt vielleicht über Monate, Jahre irgendwie angehäuft habt, an Wissen, was auch immer, das möchte jetzt von euch, die anderen, die Umgebung möchte das von euch abverlangen. Also wie gesagt, wenn es jetzt die private Situation kann euch, wie gesagt, in eure Kraft bringen. So sieht es aus. Und wie gesagt, im Außen ist gerade vielleicht eine, wie soll ich sagen, also im Außen, haben wir viel Feuerenergie. Wir haben König der Stäbe, 3 der Stäbe und 10 der Stäbe. Männliche Energie. Vielleicht ist gerade viel los um euch drumherum, bisschen Trouble, bisschen nicht Trouble, aber Trubel. Bisschen Trubel, bisschen viel männliche Energie. Vielleicht habt ihr Kunden, habt ihr männliche Kunden, die so ein bisschen wow, so gerade gerade ganz viel um die Ohren haben. Und eure Aufgabe ist hier tatsächlich mit frischen Gedanken, mit frischer, klarer Kommunikation quasi da wie eine Sonne aufzutreten und sagen, Jungs, alles gut, alles gut. Und kann sein, dass vielleicht eure Beziehung oder vielleicht gerade diese Auszeit mit diesem einen Partner, vielleicht wenn ihr eine Frau seid, dass vielleicht dieser, wie soll ich sagen, leichter Herzschmerz oder Erkenntnis innerhalb dieser Beziehung, dass ihr vielleicht was Besseres wert seid, ne? Dass ihr vielleicht was Besseres verdient habt, was auch immer. Vielleicht könnt ihr auch diese männliche Feuerenergie auch besser handeln. Aber wie gesagt, zuerst muss man selber verstehen, dass man selber Mann und Frau im Inneren ist. Innere Männlichkeit, innere Weiblichkeit, alles schön ausbalancieren. Wie gesagt, sich schön tatsächlich erstmal um sich selbst kümmern und dann kommt hier echt Absanden. Also dann meistert ihr alles mit links. Meine lieben Stiere, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich wünsche euch eine wundervolle Woche und schreibt mir zurück, ob das alles so gestimmt hat und wie eure Woche so war. Bis zum nächsten Mal, eure Xenia. Ciao, ciao.